H2 Kultur. Kunst mit Küchle. Er wirkt total oldschool, dieser Pre-Bellman von Nam June Paik. Eine Art Roboter, zusammengebastelt aus uralten Transistoren, Antennen, Telefonen und Radios. Wow, ein Blickmagnet, erst recht im Dunkeln, verführerisch und ganz schön poppig. Aber doch viel zu spät für die Zeit von Alexander Graham Bell, den Erfinder des Telefons. Genau genommen geht es beim Pre-Bellman ja sogar um die Ära Pre, also vor der Erfindung des Telefons im 19. Jahrhundert. Und heute tragen wir das ganze Internet in der Hosentasche mit uns herum. Ein Ritter mit erhobener Lanze, respektive Antenne, auf einem grün angelaufenen Bronzepferd. Der Pre-Bellman wirkt nicht nur poppig, sondern auch ehrfurchteinflößend. Vor allem, wenn man direkt davor steht und so von unten hochschaut. Nam June Paik ließ seinen übergroßen Robomann posieren, wie Herrscher das seit der Antike gerne tun. In eindrucksvollen Reiterstandbildern. Für die Ewigkeit. Hey, das ist ja gar keine Bronze. Das Pferd ist aus Plastik. Das Internet sagt, Nam June Paik hatte es von einem Trödelhändler aus Venedig. Jetzt wirkt der Pre-Bellman doch ein bisschen lächerlich. Aber gleichzeitig auch irgendwie tragisch. Wie Don Quixote, der vergeblich in den Kampf gegen Windmühlen zog. Die Windmühlen des Pre-Bellman? Smarte Kühlschränke, smarte Assistenten, smarte Zuhause. Moment. Siri? Ja, bitte? Hat das Wort Zuhause überhaupt einen Plural? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Okay, das dauert noch ein bisschen mit der künstlichen Intelligenz. Aber eines ist jetzt schon sicher. Der Siegeszug der Digitalisierung ist total. Wir laden wie irre unsere Fotos und Daten ins Netz. Wir kommunizieren per WhatsApp und Skype und reden mit Alexa. Obwohl Amazon und BND mithören können. Und Nam June Paik hat das 1990 mit seinem Pre-Bellman quasi vorweggenommen. Augenblick. Das Internet sagt, dieser Pre-Bellman ist gar nicht der echte. Er ist eine Kopie. Immerhin mit den baugleichen historischen Teilen. Und ich finde das sogar viel besser, als wenn man das Original wieder vors Museum für Kommunikation gestellt hätte. Denn so ist es ein schmerzhaft retro-poppiger Kommentar, der absolut unserem Zeitgeist entspricht. Copy, paste.